Lieber Michel, ich bin nun schon 142 Jahre alt und mein Leben neigt sich wohl dem Ende entgegen. Mir liegt einiges schwer auf dem Herzen, was ich gern loswerden würde, um mit einem reinen Gewissen in den Seefahrerhimmel aufsteigen zu können. Ob ich aber jemals dem Fegefeuer entgehen werde, ist fraglich. Denn was ich getan habe, ist so erschreckend wie fürchterlich zugleich. Kannst du dich an Onkel Hermann erinnern, mein Lieber? Ein Kapitän, wie er im Buche steht. Stolz fuhr er auf seiner Titanic zur See. Wellen und Wind trotzte er, als wären Probleme nie für sein Schiff gemacht worden. Eines Tages jedoch sank sein Schiff. Der Grund hierfür war jedoch kein Eisberg. Es wird dich wahrscheinlich erschrecken, genau wie es mir damals den Atem nahm. Der wahre Grund für den Untergang der Titanic war mein kleines U-Boot. Ich stieg damals auf den Eisberg, um mir frisches Eis für meinen Whisky zu schlagen, als ich die Titanic anrauschen sah. Onkel Hermann wich natürlich geistesgegenwärtig in letzter Sekunde aus, übersah aber leider mein kleines U-Boot. Es war ein schrecklicher Anblick. Onkel Hermann konnte sich Gott sei Dank mit letzter Kraft retten. Nur ich allein kenne bis heute die Wahrheit. Ich hörte, Hermann sei auf dem Weg nach Ägypten. Ich mache mich jetzt auch auf den Weg dorthin, um endlich mein Gewissen zu erleichtern. Ja, Hermann! Was machst denn du da? Ja, und was tust du da? Wie kommst du da her? Ich wundere, ich habe aber heute schon Feierabend, auch für dich. Bist du vielleicht noch in der alten Geschichte unterwegs? Ja, weil ich nicht rauskriege, warum weil mein Schiff vor 100 Jahren untergegangen ist. Da kommt der Meilenf. Was? Wie? Schau dich genau um darin, schau dir die Hieroglyphen an. Ja, da ist ja mein Titanic. Und da ist ein U-Boot. U-Boot? Wer spricht hier von? Hermann, was machst jetzt du da? Onkel Hermann, irgendwann muss es raus. Was? Ich mach das. Du! Nicht mit Absicht, das kannst du mal glauben. Also da war ich gar nicht schuld. Dann ist ja meine Ehre als Kapitän wieder hergestellt. Onkel Hermann, das auf jeden Fall. Ja, dann sind wir wieder gut. Sind wir wieder gut. Mei! Nicht da! Mein Chef, ich stink sauer, es geht jetzt nicht mit mir. Nix. Tot, wir sind uns wieder gut. Aber, tot, weißt du was? Wir nehmen die mit. Hast du nicht Lust? U-Boot, ja. Nein. Schau's da an. Tot. Das gibt er gar nicht. U-Boot fahren, das ist alles recht und schön. Aber da haben wir zwei Platz. Onkel Hermann? Ja, dann bauen wir euer Größeres. Helmut Pokorny, Hans Hadler und Hermann Sedelbauer leben für die Leidenschaft. Die Leidenschaft zum Außergewöhnlichen, fast schon zum Verrückten. Und was dabei entsteht, sind nicht nur windige Attrappen. Es sind Kunstwerke mit Liebe zum Detail. Echte Pokornys eben. Die Titanic beispielsweise vermodert im Garten absichtlich, weil die Original-Titanic auf dem Grund des Ozeans ja ebenfalls vermodert. Und diese Faszination eines Pokornis möchten die drei nun an den Mann, wahlweise auch an die Frau bringen. Nämlich mit U-Booten. Speziell nach Kundenwunsch angefertigt. Und weil das allein aber dann kein echter Pokorny wäre, gibt's einen Wartungsvertrag dazu. Wir wollen den Kunden, den Interessenten auf keinen Fall auf dem U-Boot oder auf dieser Idee sitzen lassen. Nein, wir wollen ihn begleiten, wir wollen ihm diese Erlebnismöglichkeit, wie wir sie hier haben, praktisch einimpfen.
Eine Kunst, bei der Sie ausnahmsweise den Künstler mitkaufen könnten.